Jo, Mahlzeit, Freunde, herzlich willkommen. Hab hier gerade noch die Möglichkeit, noch mal in zwei Line Steels reinzuschauen. Das Thrill, der Thriller, Michael Jackson Thriller und das Rock. Und ja, ich glaube, habe ich das Rock schon mal vorgestellt, aber auf jeden Fall wollte ich das Slipjoint Folder mal anschauen. Den habe ich nämlich noch nicht in den Fingern gehabt. Also das ist mal eine filigrane Verpackung. Aber sonst immer recht cool, diese Teile. Was an denen ja wirklich cool ist. Ja, hier diese NFC-Spielerei. Ja, ist klar, für die Spielfreunde ein bisschen Spaß. Spiel und Spaß. Line Steel damals, ja, SR1. Hier im Monoblock-Design. Damals absolut wegweisend. Und hier auch wieder so ein Monoblock-Teil. Oh, das finde ich richtig schön von der Größe. Und mit der Möglichkeit, du hast, ja, das ist einfach cool, du hast keinen Clip, der stört, wenn du es in der Hand hast, ne? Und trotzdem hast du einen Clip, den du mal hier schön rausfahren kannst. Das ist extrem coole Idee und du kannst halt, auf der einen Seite hast du hier Flipper, auch ganz schön guter Detent, guter Fingerguard, aber du kannst natürlich auch abschrauben, was natürlich cool ist, sag ich mal, wenn du in der Stadt bist und sagst, ich mach schön zwei Hand raus, weil dann kannst du das nicht rausflippen. Orange kommt natürlich geil mit matt schwarz. Gut, Licht ist jetzt hier nicht gerade Hammer, aber ich denke, es geht. Und natürlich hast du hier noch diesen Verschluss oder diesen Lock. Dann kann auch der Frame Rod nicht mehr reinklappen. Dann ist es echt bombig. Moletta Design, schwarz matt M93 Alu. Und hier der schwarze Clip wieder dazu. Dann leuchtet es nicht so ganz an der schwarzen Jeans. Also das Ding finde ich rattenscharf. Auch selbst in dieser Farbkombination cool. Dann noch ein paar silberne Teile. Das ist einfach nur rattenscharf. Stahleinsatz hier schön am Frame Lock. Ordentliches Teil. Zwei Schrauben halten das. Klasse Sache. Kennen wir ja schon, aber was ich jetzt wirklich dann genial fand und konnte ich mir noch nie anschauen in echt, aber jetzt heute hier mal das Thrill in einer richtig schönen Ausführung in, das ist dann wahrscheinlich Titangriff, ne? Oder ist es auch aus dem Alu? Da muss ich jetzt echt TL Thrill BR, soll das dann Bronzefarbton sein? Gibt es wahrscheinlich auch in den verschiedenen Ausführungen mit Titan und mit Alu höchstwahrscheinlich. Ich muss sagen, ich habe mich da noch nicht so auseinandergesetzt. Ich habe noch keins in den Finger gehabt. Hier ebenfalls mit dem versenkbaren Clip. Das ist ja so cool. Und hier in dem Fall wieder ein Monoblock. Und dann haben die noch die geniale Idee gehabt, hier machen wir einen Slipjoint draus. Und was auch cool ist, die haben hier noch, wie auch immer sie das angebracht haben, muss ich nochmal gucken. Ein Stahlanschlag, ne? Hier in diesem ausgefrästen langen Feder haben sie auf der Seite auf jeden Fall noch eine Stahlplatte drauf, das hier der Klingrücken, auch hier super, 90 Grad Klingenstopp, dann hier Stahl auf Stahl anschlägt, bam, und dann passt das hier aber sowas von genau, das ist ja echt cool. Ich würde mir nicht schon wieder ein Messer kaufen, aber irgendwie, das ist natürlich ein geiler Slipjoint-Folder. Aber die Maschinenarbeit dann hier drin, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Natürlich richtig geil. Ups, fast Kugelschreiber verloren. Richtig, richtig geil ausgefräst hier drin. Ne? Oder erodiert, Draht erodiert vielleicht. Und da sieht man dann die verschiedenen Abstufungen, womit sie es dann geschafft haben, eine Federspannung aufzubauen. Und das ist natürlich richtig geil. Also da siehst du dann, da hast du deine Maschine im Griff, wenn du es schaffst, hier das Ding auszufräsen und dadurch eine Feder zu machen und die Spannung dadurch dann noch perfekt einzustellen. Also ein Slipjoint-Folder aus einem Block gefräst mit versenktem Clip. Und natürlich Stahl, nichts Geringeres als ein M93 verwendet. Ich glaube, ich muss mir schon wieder ein Taschenmesser kaufen.
Hubert, wir müssen auch noch abrechnen, gell? Hm? Ja, Hubert steht gerade da. Ja, das sind natürlich schon coole Slipschaltfolder. Für dich nichts, Hubert, du stehst auf die großen Jagdmesser, gell? Das eine spezielle. Ja, das Radius, gell, das hat ihm gefallen. Ja, Hubert hat auch wieder was gesehen. Er ist halt auch ein altes Spielkind. Ne? Wenn du da immer so ein Messervirus hast, das ist schlimmer als Corona. Das ist dann immer los, dein Leben lang nicht. Und dann siehst du das und denkst wieder, nein, ich habe alles, ich brauche nichts. Ach, und dann packst du wieder was aus wie jetzt das. Das hat mich jetzt, habe heute schon so viel Messer heute schon wieder in der Hand gehabt und nichts war jetzt dabei, wo ich gesagt habe, boah, geil, muss ich haben. Bis jetzt hier Manuel Koffer aufmacht und sagt, hier hast du eigentlich schon das Thrill gesehen. Ich so, ja, auf Fotos, aber noch nie in der Hand gehabt. Und dann packst du was aus und dann denkst du wieder, ah, scheiße, muss ich haben. Das ist einfach ein Schild. Ja, wo du versenken, ne? Du hast keine, stört keiner im offenen Zustand und trotzdem kannst du es in die Hose klippen, ohne dass es dir quer unten in der Jeans rutscht, ne? Und du musst mal gucken, die haben hier die Feder. Das ist ein Stück, ne? Haben sie hinten die Feder rausgefräst. Ich habe es nur bisher auf Fotos gesehen. Aber das ist schon cool. Was mich nur interessiert, wie haben sie es geschafft, diesen Stahlinsert hier auf dem Titan zu befestigen? Da gibt es bestimmt auch irgendwie einen Klebstoff von 3M oder so, wo das Stahl auf Titan festklebt für immer. Das ist mal ein echt cooler Gentleman-Folder. Titan M93 versenkter Clip, integrierte Feder. Das Ding besteht eigentlich nur aus zwei großen Teilen, Griff und Klinge und dann noch ein bisschen Zubehör, ne? So Clip und ein paar Schrauben, fertig. Man soll keine Angst haben, wenn man die Klinge schließt. Da ist noch diese Schraube hier auf der Seite, die ist für den Klingenanschlag hier drin. Da kannst du also mal, wenn das Messer aus der Hand gibt, schon irgendjemand lässt fallen, musst du nicht gleich wieder nachschärfen. Auch hier nochmal im Titan die Aussparung nochmal, dass auf keinen Fall die Schneide aufs Titan kommt. Nochmal schön runtergesetzt. Ne? Geil, ich meine, da ist schon gut Maschinenzeit in diesem Griffstück drin, diese ganzen Rillen zu fräsen. Dann in den verschiedenen Ausführungen. Hallo, das ist Titan, gell, oder? Die Titan-Ausführung, ja. Das ist natürlich geil. Titan, ganz leichter Bronze-Look. M93, schöne Klingenform. Line-Stil, hä? Line-Stil, Moletta-Design, das ist immer eine gute Empfehlung. Also, Freunde. Ja, ja. Thrill. Cooles Teil. Okay, soll ich hier schon mal danke für das ganze Bewerten kommentieren? So. Ja, und dann sag ich mal, ja, immer schön ein kleines EDC einstecken und ciao, bis zum nächsten Video. Mach's gut, bye bye.